begeistert von dem Spiel. Servus Leute, Vortex ist hier am Start und ich habe was für euch mitgebracht, und zwar ein Review zu Destiny. Ja, Destiny dürfte jedem ein Wort sein. Destiny ist ein Multiplayer-Spiel mit bahnbrechender Action. Wie ihr seht, hier ein Riesenkoloss, der einfach mal so auf der Map erscheint und wirklich jemand was von Action hält, dann müsst ihr dieses Spiel spielen, weil das ist der Oberking in Action. Selbst die kleinen Bosse sind in diesem Game richtig geil inszeniert und nur schwer zu besiegen. Ja, es gibt nicht nur die Riesenbosse, die einzeln auftreten, sondern auch, wie hier, ganz viele kleine Bosse, denn die Gegner mit gelber Leiste sind besonders stark und hauen besonders viel Damage raus. Und davon einfach mal 30 Stück spawnen zu lassen, Respekt Destiny, es macht echt Spaß. Selbst das Looten kommt in diesem Spiel nicht zu kurz, denn es gibt Objekte, die findet man relativ offen auf der Map. Aber wiederum gibt's natürlich auch Loots, die sind etwas versteckt, wie hier in diesem Gebäude. Das sollte jetzt eigentlich eine Lootkiste sein, die hat aber ihren Spawnpunkt gewechselt. Da können wir nichts machen, denn jedes Objekt, was mal spawnt an Loot, könnte auch an einem anderen Fleck sein. Also jeder Loot hat so 4 bis 5 Spawnplätze, wo er ist, wo er halt gerne mal erscheint. Und ja, es gibt natürlich noch eine andere Art von Looten. Das sind die sogenannten Lootboxen, wie hier. Da findet man Glimmer, das ist die allgemeine Einheit in Destiny. Natürlich das Geld, auch Waffen, Panzerung und vieles mehr. Dann gibt es noch eine Kategorie an Loot, und zwar ist es der Loot, der von Feinden gedroppt wird. Da unterscheidet er sich auch wieder in zwei Sachen, und zwar einmal hier, das wäre der weiße Loot, diese weiße Kugel. Da habt ihr eine direkt entschlüsselte Waffe oder Panzerung oder einen sonstigen Gegenstand. Und das hier ist der grüne, das ist dann kodiertes Engramm, das muss erst entschlüsselt werden. Zum Multiplayer, ja, ihr macht eure Mission und seht andere Mitspieler. Die könnt ihr dann gerne in eurem Einsatztrupp einladen und könnt mit ihnen zusammen die Mission fertig machen. Oder ihr spielt einfach alleine weiter und zockt halt das Game als Einzelgänger durch. Dann gibt es im Endgame von Destiny, beziehungsweise hier jetzt bei dem Videobeispiel im Endgame der Destiny Beta, noch eine Möglichkeit weiter zu leveln und trotzdem noch Spaß am Spielen zu haben. Und zwar hier bei diesen kleinen grünen Lichtchen, da könnt ihr euch Missionen abholen, die ihr dann mit euren Kollegen oder alleine machen könnt. Das sind meistens nur kleine Missionen, wie töte einen speziellen Feind, wie diese Mission hier zum Beispiel. Aber lasst euch nicht von der Größe der Mission irritieren, denn auch die kleinen Missionen können manchmal ganz schön abgehen, wie ihr oben an meiner Lebensleiste seht. Die nehmen mich ganz schön durch. Und zwar versuchen sie, einen speziellen Gefallenen zu beschützen, denn er scheint irgendwie ein Spion zu sein, der unsere Truppe ausspioniert hat, und deswegen müssen wir ihn umbringen. Aber die ganzen kleinen Mitläufer von ihm sind doch schon in der Überzahl und hauen uns kräftig auf den Sack. Natürlich gibt es in Destiny nicht nur Tötungsmissionen, sondern es gibt eine riesige Bandbreite an Missionen, wie zum Beispiel hier eine Scan-Mission. Bei so einer Scan-Mission müsst ihr euch an einen bestimmten Platz begeben und dort ein Objekt scannen. Direkt nach dem Scannen habt ihr schon eure Erfahrungspunkte und euer Geld auf eurem Konto. So, dann stelle ich euch mal kurz das Menü zur Schau. Und zwar ist das der sogenannte Orbit, bei dem könnt ihr euren Planeten auswählen, zu dem ihr wollt. Und könnt auch nebenbei noch in den PvP-Modus wechseln. Das wäre so aufgebaut, da gibt es 6 verschiedene Modus. Momentan noch, ist natürlich noch eine Beta. Aber auf den PvP-Modus komme ich in einem anderen Video nochmal zurück. Das hier ist die Stadt. Ja, die Stadt, auch genannt der Turm, ist eigentlich die Hauptzentrale für alle Online-Aktivitäten, die ihr mit euren Freunden erleben wollt. Dann gibt es auch den sogenannten Kryptarchen. Er dekodiert euch die Gegenstände, also auf Deutsch gesagt, er entschlüsselt sie euch, damit ihr die Stats von den Gegenständen ablesen könnt. Hüter.
So, nun kommen wir zu einem festen Freund in eurem Destiny-Leben. Und zwar hier, dieser Roboter bietet euch PvP und PvE-Beutezugaufträge an und wird noch ein sehr wichtiger Teil für euch werden. Dann natürlich gibt es auch noch einen Waffenmeister, er bietet uns allerlei Waffen und Munition an. Hier sind wir bei unserer Schiffsmeisterin. Sie gibt uns Transportmittel und Schiffsbaupläne. Die können wir uns kaufen und können unsere Transportmittel und unsere Schiffe individualisieren. Das ist der sogenannte Vorhut-Quartierwart. Er gibt uns die Möglichkeit, unsere Vorhut-Marken und unseren Vorhut-Ruf in Waffen oder in Transportmittel umzutauschen. Der Vorhutruf beschreibt nur unsere Tätigkeit in Mission, wie gut wir da abschließen. Und je nachdem, was für ein Vorhutrang wir sind, können wir auch Waffen kaufen. Dann gibt es hier noch die Möglichkeit, unser Drehmaterial in Vorhutmarken und in Geld umzutauschen, was auch eine ziemlich gute Sache ist. Dann nicht weit von unserem Quartierwart steht auch noch unser Freund der Arach. Der Arach gehört zu der Fraktion Toter Orbit und bietet uns auch zahlreiche Aufträge an. Und nach dem Abschließen dieser Aufträge, die man übrigens im Missionsmenü auf der Erde findet, können wir dann Abzeichen, Schmelztiegel, Waffen und Rüstung freischalten bei ihm und können die nach Freischaltung kaufen. Ein großer Aspekt bei jedem MMORPG ist ja das Zusammenspiel mit den anderen Leuten. Diesen Aspekt erfüllt Destiny komplett, denn es gehen 25 Leute auf einen Server und da wird sich immer der Richtige finden zum Zusammenspielen. Wir sehen uns noch. Die Liste ist berechnet und eingereicht. Ja, das ist der Schmelztiegel-Quartierwart. Bei ihm können wir unsere Marken, die wir uns im PvP-Modus erkämpft haben, können wir in Schmelztiegelwaffen und Transportmittel umtauschen. Das hier hinten sind unsere Questgeber. Jeder Charakter hat seinen eigenen Questgeber, sprich Titan, Warlock oder Jäger haben jeweils verschiedene Questgeber, aber trotz all dem dieselben Quests. Nun kommen wir zum Charaktermenü. Ja, das Charaktermenü ist meiner Meinung nach ziemlich offensichtlich und übersichtlich aufgebaut. Das hier ist der Skillbaum. Bei dem Skillbaum haben wir ziemlich viele Möglichkeiten, unseren Charakter zu individualisieren. Einmal haben wir hier diese drei Skillpunkte, wo ich gerade mit dem Zeiger bin, mit einem Pfeil dazwischen. Das heißt, dass der danach folgende Skillpunkt dazugerechnet wird und bei den anderen ohne Pfeil ist es immer eine Entscheidung dieser Skill oder der andere, was sich natürlich extrem auswirkt auf unseren Charakter. Das Besondere an Destiny ist, dass jede Waffe ihren eigenen Skillbaum hat. Umso seltener die Waffe, umso mehr Skillmöglichkeiten hat die Waffe. Dann kommen wir direkt mal zu den verschiedenen Charakteren und ihren Angriffen. Das hier ist der Jäger mit seiner flammenden Pistole. Er macht hier richtig den Feinden die Hölle heiß mit seinen drei Schuss, die aus seinem flammenden Revolver kommen. Ja, dann darf ich euch jetzt mit Freunde den Warlock vorstellen. Und zwar der Warlock ist ein Magier mit dieser dicken Kanone, was er dabei hat. Und er haut einfach nur Tonnen von Schaden raus mit diesem Teil und muss nicht mal dafür direkt in den Nahkampf. Also dieser Spieler ist für alle Magier-Fans genau das Richtige und ist auch noch gut ausbalanciert zu den Primärwaffen. Ja, und damit zu meinem Favoriten, dem Titan. Für mich einfach die ultimative Kampfmaschine, denn mit diesem Move haut er einfach alles aus den Latschen. Es sieht nicht nur verdammt beeindruckend aus, sondern es hat auch richtig Power. Ja Leute, das war's dann auch schon wieder mit meinem Review. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Falls ihr noch irgendwelche Tipps, Beschwerden oder sonstiges habt, haut einfach mal in die Tasten und schreibt es in die Kommentare. Ich werde es mir durchlesen und nach Möglichkeiten ändern. Und dann würde ich euch noch bitten, mal einen Daumen hoch und ein Abo dazulassen. Da würde ich mich echt drüber freuen. Das war's von mir, euer Vortex. Servus.